Herzlich willkommen hier wieder bei Spirits of Mystery, der Gesang des Phönix, in der nächsten Aufnahme, die nachsynchronisiert wird, wo ich jetzt gerade mal gucke, ja, die Aufnahme läuft noch, was sich gut trifft. Wir haben gerade hier eine Fledermaus gefunden, die wir jetzt da rechts einsetzen konnten, um die Maus zu bekommen, welche wir wiederum in das Mausrad natürlich einsetzen können, um dieses geniale Puppentheater zu öffnen. Ich feiere das absolut, weil es total logisch ist. Wie alles hier in dem Spiel. Und ihr werdet auch sehen, warum und was man alles machen muss. Nämlich, ihr seht immer diese Punkte. Und diese Punkte sagen einem, dass man da was etwas ansetzen oder wegnehmen kann. Wir suchen als nächstes natürlich eine Meerjungfrau, einen Schwanz, einen Drachenkopf, ein Feuer und ein Horn war das, glaube ich. Nee, ein Horn war das. Da kommt das Horn hin. Da kommt übrigens der Drachenkopf hin, da an den Drachen. Aber hier finden wir erstmal da den Drachenkopf. Den wir jetzt natürlich dem Drachen auf den Kopf setzen, also auf den Hals setzen können. Dadurch entsteht ein Feuer, was wir mitnehmen können. Ich finde diese Animation auch wunderschön gemacht, einfach. Das Feuer entzünden wir, und das ist das Beste. Weil wir ein Feuer entzünden, kommt ein Rhinoceros mit zwei Hörnern, wovon wir eins nehmen können und dem Einhorn geben können. Wer sich diese Logik ausgedacht hat, der verdient echt den Literatur-Nobelpreis, heißt das, glaube ich, oder? Irgendwie der Literaturpreis oder so. Da haben wir die Dame und das fand ich am genialsten. Du drückst drauf und der fällt dir Unterleib ab. Okay, wir sollen ja ein schönes Paar Flossen finden, weil sie ja die Meerjungfrau werden soll. Aber trotzdem, habt ihr das schon mal gemacht? Eine Frau angeklickt und der sind die Beine abgefallen? Oder ganze Unterleib? Wäre auch, muss ich ehrlich sagen, fände ich schade, wenn das passieren würde. Okay, lassen wir das. Aber ich fand es irgendwie auch sehr skurril in diesem Fall. Zumal man jetzt plötzlich wieder Sachen außerhalb des Bildes, also außerhalb des Puppentheaters suchen muss, was mir aber erst später auffällt, wobei die Schiffe da hinten im Hintergrund fallen mir gerade auf, sehen sehr schön aus, diese halb untergegangenen. Damit können wir mit dem Schwanz, den wir jetzt da gefunden haben, können wir die Meerjungfrau natürlich entstehen lassen, setzen sie ins Bild hinein, auf den Punkt natürlich, ja genau da, und dadurch erscheint der Kraken, den wir natürlich mitnehmen. Entschuldigung, es ist ein Oktopus. Den Oktopus hingegen, oh, wir haben einen Knochen gefunden. Und wir haben, im Schornstein steckt ein Horn fest, das ich bekomme, doch ich komme nicht heran. Ich sollte etwas hineinwerfen, damit es herausfällt. Und leider funktioniert es nicht einfach irgendwas hineinzuwerfen. Es muss was ganz Spezielles natürlich sein. Und dieses ganz Spezielle darf auch nicht einfach das Ding an sich sein, sondern es muss eine Kombination aus Gegenständen sein, die wir später zusammenbauen werden. Als nächstes erstmal natürlich den Oktopus einsetzen. Aber schlaue Menschen denken sich jetzt, wir haben einen Knochen gefunden. Damit kriegen wir dieses Viech beschäftigt und wir kommen hinein. Das Geräusch war auch etwas sehr merkwürdig. Und hier ist erstmal ein Spiegel, ein weiterer. Dort finden wir einen Raben und natürlich das Gitter. Wenn ich das Horn im Schornstein losbekomme, fällt es auf dieses Gitter. Ja, und hier haben wir einen Lichtstrahl. Wenn ich Spiegel unter den Lichtstrahlen platziere, kann ich die gesamte Höhle ausleuchten. Was das bringen soll mit dem Ausleuchten, habe ich nicht verstanden im Laufe des Spieles. Was das mit den Spiegeln bringt, habe ich allerdings verstanden. Werdet ihr dann sehen. Ich fand es etwas merkwürdig. Und da ist ein Kaminfeger. Man muss ihn doch erst beschweren. Und erst wenn man einen beschwerten Kaminfeger mit Seil am Ende hat, damit man ihn auch wieder zurückziehen kann, um den Schornsteinfeger dann wegzuwerfen, können wir damit das Horn befreien und es uns nehmen. Ihr findet die Logik hoffentlich genauso wenig wie ich. Auf jeden Fall können wir damit jetzt natürlich zurückgehen, können das Horn dem Viech einsetzen und bekommen seinen Spiegel, der einfach so aus der Hand fällt. Wow. Und diese Geste von dem Viech sieht einfach jetzt so lächerlich aus, weil kein Spiegel mehr in der Hand ist. Mit den Spiegeln, okay, ja, machen wir erst das Wimmelbild. Wo wir nun was anderes machen müssen. Wir können den Hammer da links, den Hammer. Das können wir nähen und können es da draufsetzen, weil der perfekte Stiel für den Hammer ist dieser. Damit bekommen wir den Hammer, mit dem wir dann die Truhe... Nein, ich kaputt machen. Dafür brauchen wir einen Schlüssel, wie man doch weiß. Ah, wir können uns die Banane nehmen. Mit der Banane können wir natürlich, das ist selbstverständlich, dem Affen eine Freude machen, der damit verschwindet von der Bildfläche. Er hinterlässt hingegen einen Schlüssel. Habe ich fast gar nicht gesehen, muss ich gerade zugeben. Ich habe ihn zumindest gefunden in der Partie. Damit können wir die Truhe öffnen, wir bekommen einen Schatz. Und wofür sind Schätze da? Natürlich, um von Drachen bewacht zu werden. Diese verschwinden auch von der Bildfläche und der lassen uns einen Regenbogen. Regenbogen sind natürlich das
das absolute Begleitmittel von Einhörnern, wie wir spätestens aus Unicorn Dash kennen. Wodurch dann auch dieses wieder von der Bildfläche verschwindet und wir bekommen einen Schmetterling. Und was macht mein Schmetterling? Natürlich, man wartet, bis der Vorhang sich schließt und gibt diese Schmetterlinge den Fröschen zum Futter. Ich fand die Idee cool. Auf der anderen Seite ist sie auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ja. Wir haben ein Rasiermesser bekommen, mit dem wir... keine Ahnung, was man will. Aber wir können die Spiegel einsetzen. Und ganz ehrlich, ist hier drin jetzt heller geworden? Ich sehe nichts, was heller geworden sein könnte. Aber wir haben ein wunderschönes Spiel bekommen, nämlich drehe immer zwei Magen, um damit alle identischen Paare zu finden. Allerdings, die Teile bewegen sich. Was zugegebenermaßen ziemlich scheiße ist. Weil immer, je nachdem, wie man das halt so macht, drehen die sich anders. Ich muss zugeben, ich schaue auch noch nicht ganz durch, wie es genau... Ich glaube, ich habe es verstanden. Weil, zum Beispiel, jetzt gerade eben haben sich ja dann dieser mittlere Kreis gedreht, aber wenn man jetzt wo die Maus ist und das Gegenüber nehmen würde, dann würde sich nur der ganz kleine Kreis drehen. Also das hat sich mir ein bisschen, habe ich nicht so ganz gerafft. Auf jeden Fall habe ich dann einfach das gemerkt, das dreht sich immer so, deswegen ist einmal im Kreis versucht, bis ich alles gefunden habe. Dann den Drachen natürlich erstmal vereint. Dann den Hai vereint. Nein, das war das Kleber, der Hai war das andere. Den Hai vereint. Und zu guter Letzt festgestellt, dass wir noch einen Mond haben, den wir auch vereinen können. Nun müssen wir in der Mitte was finden. Was ich ziemlich fies finde, ich weiß nicht, ob das euch schon aufgefallen ist, diese Anzahl dieser Plättchen ist nicht gerade. Und dieser Schlüssel, den ihr gerade gesehen habt, der hat kein Gegenbild. Das war der Oktopus. Und das ist einer der fiesen Sachen, wenn sich alles so ein bisschen dreht, das hat mich dann total durcheinander gebracht. Wusste ich gar nichts mehr. Nee, das ist vorbei. Muss jetzt irgendwie jetzt andere logische Stellung finden. Ich habe dann einfach so lange ein bisschen rumprobiert einfach. Und irgendwann waren dann wieder ganz viele Fremde außen und viele Bekannte in der Mitte. Und dadurch konnte ich dann einfach ohne Probleme außen weitermachen. Und ja. Ich glaube, fange ich jetzt gerade an. Oder doch nicht. Erst noch das Kleeblatt. Da. Schlüssel. Phönix. Oktopus und Fledermaus. Oktopus und Oktopus. Phönix und Phönix. Rabe und Fledermaus passen nicht so gut zusammen. Fledermaus und Fledermaus passen aber gut zusammen. Rabe und Rabe passen zusammen. Und der Schlüssel wandert nun in die Mitte und es öffnet sich. Und wir bekommen... endlich eine Anleitung, was das Ganze hier soll. Die Zauberkugel hielt den Willen der Tiere in der Silhouette gefangen. Alles muss zur Quelle zurückgeführt werden, um den Bann zu brechen. Und damit ist natürlich der Bann gemeint, der die ganzen Tiere beherrscht. Nämlich den Panther, den Raben, den Fuchs, die Schlange, den Oktopus. Habe ich irgendwas vergessen? Das sind fünf Stück. Waren es fünf Stück? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Ach ja, und den Rochen, wobei der ja nicht wirklich vorkam. Muss man ja zugeben. Rochen und Schlange fehlen uns noch. Und die Maus habe ich nämlich auch nicht dran, dass die irgendwo vorkam, muss ich zugeben. Aber ja. So, wie machen wir jetzt weiter? Wo finden wir jetzt die letzten beiden Tierchen? An dem kommen wir immer nicht vorbei. Den können wir auch nicht mit dem Rasiermesser aufschlitzen. Das geht nicht. Und hier kann man immer noch nichts weiteres machen. Man kann auch nicht dem Skorpion irgendwie... mit dem Rasiermesser Augen schnitzen. Nein, das geht auch nicht. Lass. Es ist nicht schön. Und das Zahlenschloss können wir immer noch, also die Zahlenkombination kennen wir immer noch nicht. Am Haus kann man auch nichts finden. Im Haus vielleicht nochmal, weil es soll ja angeblich jetzt heller sein. Aber hier ist... ah, warte, da ist was. Ja! Auf der Haut des Ebers steht etwas. Ich sollte ihm das Fell scheren, um die Inschrift lesen zu können. Und dort steht natürlich die 3596, was natürlich die Kombination ist für unsere liebe Schatulle hier. 3, 5, 9 und 6. Damit bekommen wir natürlich den Rochen und die Schlange, womit wir nun endlich die armen Tiere erlösen können.
You've gone too far. I'll destroy you. Chateau, I order you, tear her to pieces. Du bist zu weit gegangen. Ich werde dich zerstören. Schatte, ich befehle dir, reiß sie in Stücken. Dieser Schatten, du Pantherchen? Obey me, you dumb beast. No. No. Not this. Help! Ja. Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät. Und damit gehen wir natürlich direkt hierhin zu unserem kleinen Freund, den Fuchs. Die Augen des Fuchses leuchten nicht mehr. Der Fuchs scheint mir den Rubin nun überlassen zu wollen, vielleicht als Dank für seine Befreiung von Isas Zauber. Und wir haben die beiden Rubinen, die wir gern behalten würden. Aber nein, wir setzen sie ein, damit der Schwanz... Nein, Entschuldigung, damit wir ein Rätsel rätseln können. Was mir sehr gut gefallen hat, muss ich zugeben. Ein Puzzle puzzeln. Vertausche die Kacheln, um die Bilder auf beiden Seiten anzuordnen. Nach drei Zügen werden die Kacheln umgedreht. Korrekt, geplatzierte Kacheln können nicht mehr bewegt werden. Klingt erstmal sehr komisch. Ich habe es auch erst nicht gerafft, muss ich zugeben. Und dann dachte ich, es ist ein Puzzle. Entschuldigung für den Lärm gerade. Au. Ich muss mich nur einmal anders hinsetzen. Ich sitze ja schließlich jetzt schon seit über einer Stunde hier einfach. Auf einem unbequemen Stuhl übrigens. Und habe ich angefangen, systematisch in dieses Puzzle ranzugehen, indem ich erstmal die Ecken platziere zum Beispiel. Dann habe ich festgestellt, das ist ja so ein Gebilde, da kann man ja gucken zum Beispiel, dass man da dieses Schimmern von der Schlange hat, dass man dann sozusagen ein Stück sucht, was ähnlich schimmert und daneben setzt. Das da drunter hat mich ganz geglückt, weil das nicht wirklich schimmert, was da drunter ist. Aber ist ja egal. Wir haben ja noch 6 Minuten Zeit, um das Bild fertig zu kriegen. Auf jeden Fall suche ich dann ein bisschen und finde natürlich nichts erstmal. Aber sobald ich ja wieder drei Züge... Ah doch, da habe ich ja was gefunden. Aber sobald ich wieder drei Züge gemacht habe, ändert sich das Bild wieder. Wir haben das andere und müssen dort jetzt mit diesem Skorpion zurechtkommen. Ja, es ist ein Skorpion. Hätte man sich ja denken können. Das andere ist eine Schlange natürlich. Hier habe ich versucht, rechts unten irgendwie was einzufügen. Hat nicht so ganz geklappt. Ich weiß gar nicht, wo ich mich dann da orientiert habe. Ich weiß es nicht mehr. Hat alles nicht so ganz geklappt. Wobei das eine Teil war, glaube ich, so richtig. So, nun die Schlange weiter. Rechts unten müssen wir das verlängern. Ja, das passt, das passt. Unten muss was hin. Das könnte der dicke Schwanz da drüber sein. Ja, genau. Genau das, das, ja, schön. Ah, rechts und links sind auch immer, wie viele Züge man schon gemacht hat. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Da seht ihr schon, das Viech nimmt auch schon etwas Struktur an. Du könntest genau die beiden vertauschen, hast du das auch schon mal richtig? Das kommt woanders hin? Nee, also die beiden sind ja schön, aber das gehört ja nicht dahin. Ich glaube, da habe ich einfach irgendwas hingesetzt und im Endeffekt sogar richtig, glaube ich. Ja, habe ich sogar richtig gemacht. Wow, habe ich nicht mit gerechnet. Aber da seht ihr halt, dass das eine Stück nicht so ganz so schimmert, wie das da drüber. Genau, da zeige ich nochmal drauf. Weil mir das dann halt auch aufgefallen ist. Den Schädel komplettieren. Da habe ich ziemlich dämlich was gemacht. Wie ich darauf komme, keine Ahnung. Ich weiß nicht immer alles, was ich mache. Muss ich auch nicht. Dann setzen wir den Skorpion weiter zusammen. Natürlich muss nun der Skorpion dort auch noch vervollständigt werden. Verlängert und... Ah, schade, da können wir es noch nicht sehen. Aber da dürfen wir es dann wahrscheinlich gleich sehen, weil nun ist das Bild, sobald wir diese beiden Teile vertauschen, fertig. Wir haben die Schlange mit dem Schädel. Und den Skorpion. Der sogar mit seinen Scheren zuschnappt. Und endlich fällt der Schwanz des Skorpions hinunter. Und du kannst zu Tyrion hinüber. Und da ist das, was ich meinte. Der Schraubenschlüssel ist das Wichtigste im Spiel. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Die Phönixfeder.
And this was the epic showdown of Spirits of Mystery, der Gesang des Phönix. Und ich finde es immer noch genauso lustig wie beim letzten Mal, muss ich zugeben. Einfach unglaublich, wie diese Endsequenz gemacht wurde. Wie die Frau zerspringt, wie die beiden glücklich zusammen sind. Wie die Raketen abgeschossen werden zur Freude ihrer Hochzeit. Und ja, hier sehen wir nochmal den Thronsaal, diesmal aufgeräumt, ohne zerflossene Spiegel, mit ganzen Fenstern. Die vier Statuen haben wieder ihre Hörner in den Händen und dürfen wieder pusten. Hier sehen wir natürlich auch noch die Credits von den Programmierern. Und übrigens, ich habe das ja wahrscheinlich eben gehört, ich habe einmal kurz die Phönixfeder gesagt, weil es gibt so viele Spiele, wo man Phönixfeder nutzen kann, um sich wiederzubeleben. Bestes Beispiel, die komplette Reihe von Final Fantasy. Und ich fand es einfach schön, dass dann hier auch die Phönixfeder ihn sozusagen ins Leben zurückholt. Okay, er sollte eigentlich noch leben, aber nicht mehr so ganz. Das Team besteht wohl aus Leuten aus Ländern, wo ich nicht weiß, was es ist. Es sind ein paar interessante Namen dabei, wo ich echt gestutzt habe, was die Konsonantenvielfalt angeht und Konsonantenhäufung. Aber ja, wir sind es halt aus Deutschland eher gewohnt, dass es immer schön brav abwechselnd Konsonanten und Vokale sind, aber ja. Und ja, damit haben wir Spirits of Mystery, den Gesang des Phönix geschafft. Und ja, es wird auch der dunkle Minotaurus heißt er, glaube ich, wird auch noch kommen, der dritte Part der Reihe. Ich weiß noch nicht, wann ich es machen werde, aber bestimmt demnächst. Und für manche fragen sich vielleicht, hat der überhaupt Spaß dran? Der beschwert sich doch immer. Ich habe Spaß dran. Ich finde dieses Spiel echt schön. Ich finde es halt aber auch, muss ich zugeben, man kann sich besser darüber lustig machen, als dass es wirklich ernst zu nehmen ist. Und da beginnen die Credits nochmal von vorne. Ich weiß, ich werde auch danach nochmal zwei andere Wimmelbildspiele machen. Vielleicht sogar wieder mit Begleitung, wie das andere auch. Also das hier mit dem Grim Facade. Da gucke ich mal die Zusatzinfos und die Extras an, weil dies hier ist nicht die Sammleredition. Das letzte werden wir allerdings in der Sammleredition spielen. Ich sehe es nur nicht ganz ein, für so ein Spiel, was ja wirklich kurz ist, wirklich so viel Geld auszugeben. Wenn ein Angebot ist, hole ich mir die meisten, sondern ansonsten eher weniger. Wie gesagt, ich habe noch zwei sehr schöne Wimmelbildspiele, die ich noch spielen werde. Wie gesagt, dann vielleicht wieder mit Begleitung. Werde ich im Sommer mal gucken, ob und wie ich das mache. Bis dahin aber bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe euch hat's gefallen und wir sehen uns dann demnächst wieder in einem weiteren Projekt, was ich glaube ich eben ja schon angekündigt habe. Und ja, bis dahin Leute, macht's gut.